Wir sind das Waze Plus Team und wir haben eine App entwickelt, mit der man die Wege nach verschiedenen Kriterien ganz einfach finden kann. So findet man den Weg mit den meisten Bäumen, Spielplätzen oder auch den sichersten Weg ganz einfach. Hallo nochmal, ich bin der Moritz und am Freitag beim Brainstorming hatte ich die Idee zu dieser App. Der Hintergrund war, dass in den meisten gängigen Applikationen, wo man Karten hat und Routen angezeigt bekommt, sieht man nur die schnellste Route. Aber ist die schnellste Route immer auch die beste? Da waren wir uns nicht ganz sicher und haben überlegt, dass man da vielleicht was machen könnte. In dem Sinne haben wir dann uns gedacht, wir können da Daten von verschiedenen Datenbanken einspeisen, zum Beispiel, wo sind die ganzen Bäume in Linz oder wo sind die Spielplätze und dann, wenn man das dann noch weiterentwickelt, zum Beispiel, wo ist am meisten Kriminalität und dann kann man sich so persönliche Karten und persönliche Wege erstellen lassen, die zum Beispiel den sichersten Weg zeigen oder den Weg mit den meisten Bäumen auf der Strecke, wenn ich jetzt laufen gehen möchte und nicht unbedingt nur graue Häuser sehen mag. Ja, Lisa, was hast du denn in dem Projekt so gemacht? Also ich habe an dem App-Icon beigetragen und ich habe die Icons für die Wippe und den Baum designt. Was hast du gemacht, Emma? Also ich habe dir und den Hasim geholfen, wie wir halt das Icon designt haben und ja, es war sehr lustig. Was hast du gemacht, Sam? Ich habe mit Hilfe der Linzer Baum- und Spielplatz-Datenbanken habe ich alle Spielplätze und Bäume in Linz auf einer Karte eingetragen. Was hast du gemacht, Hasin? Ich war zuständig für die Kommunikation im Team. Was hast du gemacht? Ich habe die Daten der Bäume und der Spielplätze von der Stadt Linz heruntergeladen, umgewandelt, somit das Samuel benutzen kann. Und ja. Was hast du gemacht, Moritz? Ich war zuständig für die App selber und wie die Karte dann angezeigt wird, wie man die Routen berechnet und das Ganze dann im Hintergrund. Und wo wir jetzt schon viel über die Daten gehört haben, möchte ich nochmal anmerken, dass es wirklich toll ist, wie viele freie Daten es von der Stadt Linz gibt. Diese Baumdatenbank ist frei zugänglich für jedermann und auch jede Frau. Und da... Ganz einfach zu verwenden, kann jeder in seine eigenen Projekte einbinden und es gibt noch viel, viel mehr, sicher auch von anderen Gemeinden in Österreich. So, jetzt wollen wir euch aber nicht vor Spannung platzen lassen und geben euch ein bisschen Live-Einblicke von unserer App. Okay, jetzt. Also, wir haben zusammen, also ich, die Lisa und der Hasim, haben zusammengearbeitet für das App-Icon und wir haben das halt gestaltet, ja. Okay, wenn man diese App jetzt startet, sieht man sofort den eigenen Standort angezeigt und sobald das geladen hat, wird man dann auch eine Route angezeigt bekommen. Ja, wenn die Route dann angezeigt wird, kann man mit dem Optimize-Button, genau, jetzt haben wir sie, ich will zum Beispiel ein paar Blöcke weiter, da ist ein Geschäft, das mich interessiert und das ist jetzt die normale Route, die mir auch Google Maps zum Beispiel anzeigen würde. Wenn ich jetzt auf den Optimize-Button klicke, wandelt unsere App diese Route um, schaut sich an, wo sind die meisten Bäume und dann wird die Route da vorbeigeführt. Das sieht man eben hier anhand, da in der Nähe von der Donau sind besonders viele. Das ist sicher ein schöner Weg zum Gehen. Ja, dann, wenn wir das dann noch weiterentwickeln würden, kann man eben andere Datensätze hinzufügen. Man kann das auch noch für andere Städte anwenden. Und ich glaube, da ist noch viel Potenzial dahinter. Natürlich können wir das nicht alles selber machen. Und deswegen ist jeder herzlich eingeladen, auf GitHub, das ist eine öffentliche Plattform, den Code einzusehen, zu bearbeiten und mithelfen, das weiterzuentwickeln.
ich glaube, da kann was Cooles noch draus werden. Vielen Dank und vielen Dank auch an unsere Mentoren für ihre Mithilfe und ihr Rat und Tat.